Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen in der Männerakademie im letzten Abend des 10. Semesters. Und wir haben uns natürlich für den letzten Abend ein besonderes Schmankerl, wie man in München sagt, einfallen lassen. Und erstmal herzlich willkommen hier live im Sub und herzlich willkommen natürlich auch draußen in der Welt im Stream. Und wir haben ein Thema, was wir so noch nie hatten und was ich wahnsinnig spannend finde. Und dazu haben wir Patrick Wielowiejski aus Berlin von der Humboldt-Universität, der dieses Thema, aus diesem Thema eine ethnografische Studie gemacht hat, mit der er seinen Doktortitel zu erlangen versucht. Wir drücken mir die Daumen, abgegeben ist sie schon. Und das ist ein Thema, also er ist Kulturanthropologe. Was Kulturanthropologen machen, erzählst du vielleicht den Leuten gleich selber. Wir sind gespannt. Ich stehe auch immer so ein bisschen rätselnd davor. Warum sind schwule Lesben in der AfD? Warum ticken nicht alle so wie ich? Ja, gut, das ist immer so die Frage. Aber wir sind gespannt und ich hoffe, im Anschluss an den Vortrag gibt es eine lebhafte Diskussion und ich freue mich schon drauf. Danke dir, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die nette Vorstellung. Ich freue mich auch total, hier sein zu können und ja, die Ergebnisse meiner Forschung mit euch besprechen zu können. Vielleicht tatsächlich erstmal ganz kurz was zu meinem fachlichen Hintergrund. Ich bin Kulturanthropologe und ich habe ethnografisch geforscht. Und was das heißt, ist im Grunde,
dass ich 2 Jahre lang zwischen 2017 und 2019 in der AfD direkt geforscht habe. Das heißt also, ich habe Leute nicht nur interviewt, nicht nur einmal gesprochen, sondern über einen längeren Zeitraum, eben über 2 Jahre lang begleitet, habe mit denen Zeit verbracht, bin auf Parteitage gegangen, bin mit denen in der Kneipe gewesen und so weiter und habe sozusagen über diesen längeren Zeitraum versucht, ein Bild zu machen über die Eigenlogik einer Partei und die inneren Begründungen. Denn tatsächlich hat mich die Annahme, dass die AfD eine homophobe Partei ist, die sicherlich sehr viele hier, möglicherweise alle hier im Raum teilen werden und die auch die Presse, wie man sieht, auf dieser Folie teilt, hat mich sozusagen insofern stutzig gemacht, als wir diese Behauptung eben alle teilen und das bereits wissen, ohne direkt sozusagen die Leute gefragt zu haben, die selbst in der AfD sind. Und ich möchte gar nicht sagen, dass die Behauptung als solche falsch wäre, sondern ich verhalte mich sozusagen gar nicht zu dieser Frage, ist die AfD homophob oder nicht, sondern was mich vielmehr interessiert, ist, wie begründen Leute, die in der AfD sind, dass es eben sich nicht um eine homophobe Partei handle? Wie ist das sozusagen denkbar? Und tatsächlich ist es, sieht man die Relevanz dieser Frage auch unter anderem an der, an dem Instagram-Profil der heutigen Veranstaltung, wo ich vorhin auf der Zugfahrt hierher mal kurz nachgeguckt habe und gesehen habe, ich weiß nicht, ob man das lesen kann eigentlich noch von da hinten, aber es postet eben eine Person, also auf der Seite der Veranstaltung, dieser Veranstaltung, unsere AfD hat gerade zurzeit immens Zulauf von homosexuellen Interessenten. Grund ist diese desaströse Zuwanderungspolitik. Seit Jahren wandern homo- und transphobe Kulturen zuhauf in dieses Land ein und man wundert sich ernsthaft, warum die Schwulen- und Transfeindlichkeit zunimmt. Und so weiter. Jemand anders antwortet daraufhin auch mit einem Applaus-Emoji und schreibt, genau so ist es. Ich bin schwul und habe immer genau deswegen AfD gewählt. Nur nach der zusätzlichen katastrophalen Misshandlung der Pandemie hatte ich die Schnauze derart voll von dem kommunistischen Kalifat von Merkeldistan, dass ich ausgewandert bin. Man sieht also, die AfD ist eine homophobe Partei, das meinen wir in Räumen wie hier immer alle zu teilen, es teilen aber nicht alle. Und die Frage ist eben sozusagen, wie wird das begründet? In der AfD ist mir selber häufig die Formulierung begegnet, wir sind gar nicht homophob, sondern, und dann kamen eben weitere Folgesätze, und diese Beteuerung, wenn ich in der AfD über das Thema meiner Arbeit sprach und gesagt habe, ich interessiere mich dafür, wie mit dem Thema Homosexualität umgegangen wird in rechten Parteien, das schien mir eben diese Beteuerung, wir sind gar nicht homophob, immer bereits sehr auffällig, weil sie auch dafür spricht, wie sehr sozusagen, wie stark dieses Bild ist, wie sehr die Partei öffentlich als homophob wahrgenommen wird. Ich bin also der Beteuerung nachgegangen in meiner Forschung, wir sind nicht homophob, und habe im Grunde genommen 2 Hauptstränge herausgefunden als sozusagen noch weitere Begründungen. Und die eine Zurückweisung dieser Annahme der Homophobie ist eben, dass in der AfD gesagt wird, wir sind lediglich für die traditionelle Familie als Norm. Das heißt also, die Ablehnung der Ehe für alle beispielsweise sei eben nicht homophob, sondern es ginge eigentlich primär nur darum, die Norm der traditionellen Familie hochzuhalten. Und der andere sozusagen Strang, narrative Strang, den ich beobachten konnte, war, sondern wir schützen Homosexuelle von allen Parteien sogar noch am meisten. Und das hat man eben in dem einen gerade zitierten Instagram-Post lesen können. Das bezieht sich eben sehr häufig auf die Annahme, dass Geflüchtete besonders homophob seien und der Islam bzw. MuslimInnen.
In meinem Vortrag will ich ein paar Narrative genauer beleuchten, die ja manche schwule Männer in der AfD eben mir gegenüber geäußert haben, die eben in der AfD aktiv sind. Und ich möchte fragen, wie diese schwulen Männer ihre Teilnahme an einem nationalistischen Projekt begründen, das nach wie vor heterosexuelle Lebensformen privilegiert. Was erscheint Ihnen an der AfD attraktiv und welche Rolle schreiben Sie Ihrer eigenen Homosexualität für Ihre Politisierung zu? Kurz gesagt werde ich versuchen, zwei Antworten zu geben. Erstens sind schwule Männer nicht mehr, aber auch nicht weniger rassistisch als der Rest der Gesellschaft. Es ist ein Fehlglaube, davon auszugehen, dass Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen, automatisch solidarischer mit anderen seien. Ganz im Gegenteil, man könnte argumentieren, dass die Erfolge der liberal orientierten Lesben- und Schwulenbewegungen dafür gesorgt haben, also etwa beispielsweise die Ehe für alle, dafür gesorgt haben, dass sich viele von uns als Teil einer Minderheit verstehen, die ganz klar umrissene Interessen hat, die aber sich auch von anderen Minderheiten unterscheiden. So nach dem Motto, jetzt wo wir die Ehe für alle haben, ist politisch alles erreicht und wir können uns zurücklehnen. Zweitens sind es ganz bestimmte schwule Männer, die in die AfD eintreten, die möglicherweise rechts sozialisiert sind oder auch aus anderen Gründen nationalistisch denken. Und für diese Männer ist ihr Schwulsein, wie wahrscheinlich für die meisten von uns hier auch, ein Aspekt ihrer Identität, den sie irgendwie versuchen, mit den anderen Aspekten in Einklang zu bringen. Und das ist eben nicht immer leicht. Ja? Also da gibt es Reibungen. Und diese Männer haben sich weder ihre nationalistische Denke noch ihr Schwulsein ausgesucht und hoffen, Räume zu finden, in denen Schwulsein und Rechtsein kein Widerspruch ist. Und Spoiler, es gibt diese Räume. Die zentralen Akteure meiner Forschung sind die Mitglieder der alternativen Homosexuellen, wie sie sich nennen, oder AHO. Und das ist eine Gruppe, viele werden von euch von dieser Gruppe schon gehört haben, von Homosexuellen, beziehungsweise in der Praxis meistens nur schwulen AfDlern. Und die besteht aus so einer Kerngruppe von etwa 5 sehr aktiven Leuten und es sind ein paar mehr noch, die dazukommen. Da kommen mal mehr dazu und manche gehen wieder, aber es ist so ein relativ kleiner Kreis, eine Clique auch, könnte man auch sagen. Und dieser Gruppe bin ich in ihren Aktivitäten sowohl als Gruppe in der AfD als auch jedem Einzelnen in seinem jeweiligen lokalen Parteiengagement gefolgt. Und meine Forschung führte mich eben auf Kongresse und Demos, auf Sommerfeste, Neujahrsempfänge, zu Wahlkampfständen in Innenstädte und zu Vorträgen in Stadthallen und Gaststätten. Ich begleitete AfD-Politiker bei Spaziergängen und Kneipenbesuchen, ebenso wie bei offiziellen interfraktionellen Sitzungen, zu denen ich Zugang erhalten konnte. Und ich beginne meine Geschichte mit Fabian. Nebenbei bemerkt, alle Namen und Orte sind Pseudonyme. Und Fabian und seinen Gründen, die ihn zur AfD gebracht haben. Zitat, 2015, mehr kann ich dazu nicht sagen, die Grenzöffnung. Zitat Ende. Fabian lässt keinen Zweifel daran aufkommen, wieso er am 29. November jenes Jahres, also 2015, einen Aufnahmeantrag für Neumitglieder der AfD in den Briefkasten warf. Inzwischen ist es Oktober 2018. Fabian kandidiert für den Bayerischen Landtag und ich begleite ihn ein paar Tage während des Wahlkampfs. Am Morgen meiner Abreise sitzen wir in seiner Wohnung, in der überall selbst ausgedruckte Fotos aus Pornos hängen. Nackte Twinks werfen mir laszive Blicke zu. Und in einer Eckvitrine präsentiert Fabian seine beeindruckende Auswahl an Sexspielzeugen. Fabian zeigt mir auch sein Arbeitszimmer. Ein Schreibtisch steht mitten im Raum, links und rechts darauf 2 kleine Deutschlandfahnen. An der Wand gegenüber sehe ich ein Plakat, auf das er von seinem Schreibtisch aus blicken kann. Das Plakat zeigt die große Halle von Hitlers sogenannter Reichshauptstadt Germania, darüber der Spruch, das Tor ins neue Jahrtausend. Wie ich hinterher recherchiere, lässt sich das Poster bei einschlägigen rechtsextremen Versandhandeln im Internet bestellen, deren Betreiber häufig bekannte Neonazis sind. Ich klappe meine Kinnlade wieder hoch und versuche mich an eine Prämisse meiner Forschung zu erinnern, nämlich, dass es keine inhärente Wesensverwandtschaft
zwischen Homosexualität und linkem Denken gibt. Trotzdem stehe ich ungläubig vor so viel Explizitheit, so viel zur Schau gestellter phallischer Potenz. Keine Ironie, keine Zwischentöne. Die Einrichtung scheint zu sagen, wer hier wohnt, ist so richtig schwul und so richtig rechts. Find dich damit ab. Fabian, 29 Jahre alt, erzählt mir ausführlich von seinem Leben, seinem Aufwachsen in der schwäbischen Provinz, seiner Politisierung in Jugendjahren, Hauptschulabschluss, Erfahrungen bei der Bundeswehr, vor allem sexuelle Erfahrungen, beruflichen Wegen und Irrwegen. Nach über einer Stunde kommt er erstmals auf die AfD zu sprechen. Zuerst habe ihn die Partei nicht interessiert, weil er sie als Wirtschaftspartei wahrnahm, wie er sagt. Und jetzt ein ausführlicheres Zitat, das habe ich hier auch nochmal angeschrieben, damit ihr besser folgen könnt. Dann kam der entscheidende Faktor, 2015. Mehr kann man dazu nicht sagen, die Grenzöffnung. Und jetzt war für mich klar, jetzt sind wir wirklich gefragt, auch ich. Wenn jetzt nicht die Leute, die so denken wie ich, endlich was machen, dann war es das vielleicht. Es war ein Moment vorm Fernseher. Man hat die Bilder gesehen, die Massen an Migranten, die da kamen. Offene Grenzen. Es waren ja auch, ich denke auch für dich, für jeden Menschen, egal welche politische Einstellung er hatte, ein bisschen furchterregende Bilder. Was man da gesehen hat, diese Gewalt, diese Übergriffe und dieses aggressive Eindringen. Ich saß da vor dem Fernseher und ich habe da einfach erkannt, jetzt oder nie. Ich bin auch jetzt noch davon überzeugt, und das kann man, meine ich, auch nicht bestreiten, es geht jetzt wirklich um unser Fortbestehen, also um unser ethnisch-deutsches, kulturelles Fortbestehen. So muss man es sagen, darum geht's. Das ist ja auch nichts Rassistisches, es kann ja durch einen natürlichen Ablauf enden. Wir wären ja nicht die erste Volksgruppe oder Kultur, die von der Bildfläche verschwindet. Das gibt's. Die Frage ist halt, wollen wir das? Und als Patriot und als rechter Politiker, der ein großes Nationalgefühl und Verbundenheit hat, will ich das natürlich nicht. Zitat Ende. Dieses Zitat steht beispielhaft für ein Narrativ, das mir immer wieder so begegnet ist. Der Sommer der Migration 2015 taucht in nahezu allen meinen Interviews als politisierendes Moment auf. Häufig spielt auch bereits die Unterstützung Griechenlands in der Finanzkrise eine Rolle, sowie die Vorstellung, durch die Mechanismen der EU für die Schulden anderer bezahlen zu müssen, wie zum Beispiel bei Markus, mit dem ich im April 2017 sprach. Und hier ein Zitat von Markus. Ich bin 2016 in die AfD eingetreten, weil mir das Ganze, was in den Monaten davor passiert ist, ziemlich gegen den Strich gegangen ist. Einmal natürlich diese Euro-Rettung, wo wir den Euro mehrmals gerettet haben und auch Griechenland unterstützt haben, mehrmals, was ja eigentlich gegen die bestehenden Verträge gelaufen ist. Wo man gesagt hat, man unterstützt niemals ein anderes Land in dem Sinne, dass man die Schulden übernimmt für ein anderes Land. Und das haben wir ja mehrmals jetzt getan, für Griechenland und für andere wahrscheinlich auch noch. Zitat Ende. Die eigene Homosexualität spielt also in diesen Erzählungen nur insofern eine Rolle, als sie eine anfängliche Skepsis gegenüber der AfD begründete. Sowohl Fabian als auch Markus, die beiden, die ich gerade zitiert habe, weisen jedoch rückblickend das Bild einer homophoben AfD als von den Medien erfunden zurück. Fabian berichtet: Ich bin dann trotzdem vorsichtig an die Sache herangegangen. Auch ich war ja von Mainstream-Medien geprägt, also die schwulenfeindliche AfD und was nicht alles. Und da ich nach wie vor kein selbsthassender Mensch war, war ja klar, dass ich keiner Partei beitrete, die irgendwie gegen Schwule vorgeht. Aber offen wie ich bin, bin ich erstmals vorurteilslos drauf zugegangen und wollte mich selbst informieren, mir das anhören, und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe im Internet recherchiert, erstmal das Programm angeschaut, dann geguckt, was ist mit den Schwulen, gibt es da irgendwas? Und dann bin ich sehr schnell auf die Bundesinteressengemeinschaft Homosexuelle in der AfD gestoßen. Das war dann erleichternd. Das war der einzige Stolperstein. Wenn das nicht gepasst hätte, wäre ich kein Mitglied geworden. Zitat Ende. Auch Markus erzählt ganz ähnlich, dass ein ehemals guter Freund ihn davon abgehalten habe, sich eingehender mit der AfD zu beschäftigen. Die Freundschaft ging zu Bruch und Markus machte sich daraufhin persönlich ein Bild. Er sagt: Ich war auch ein, zwei Mal am Infostand und habe mit unserem Kreisvorsitzenden geredet. Gleich beim ersten Gespräch habe ich das Thema angesprochen. Wie geht ihr denn mit den Schwulen um? Er war da ganz offen und locker und da war das auch kein Thema. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann passt das alles. Also da haben sie keine Probleme mit, was man ja auch sonst in den Medien gehört hatte, so ein bisschen. Zitat Ende.
Wie gesagt, die eigene Homosexualität wird also in diesen Erzählungen nicht mit der eigenen Politisierung oder der Hinwendung zur AfD in Verbindung gebracht. In dem Moment, wo in den Augen von Fabian und Markus klar ist, dass die AfD nicht wirklich schwulenfeindlich ist, wird die eigene Homosexualität politisch bedeutungslos. Ein weiterer Gesprächspartner von mir, Kevin, ist dann noch deutlicher. Im Gegensatz zu den anderen beiden ist er nicht bei den alternativen Homosexuellen aktiv. Er sagte, wofür soll ich mich bei denen engagieren? Also bei der AHO, bei den alternativen Homosexuellen. Gerade jetzt, wo die Ehe für alle gekommen ist, interessiert mich das Homo-Thema politisch nicht mehr. Es gibt viel wichtigere Themen. Ähnlich spricht auch der Landtagsabgeordnete Rüdiger. Auf meine Frage, aus welchem Grund er nicht in der AHO aktiv ist, antwortete er: Ich halte sowas für überflüssig, ehrlich gesagt. Eine Interessengemeinschaft, die es in einer Partei gibt, sagt ja zumindest indirekt aus, dass sie andere Interessen hat als die Partei insgesamt. Und diese Interessen müsste sie dann gegenüber der angenommenen Mehrheit der Parteimitglieder vertreten. Das sehe ich persönlich nicht so. Ich sehe mich da überhaupt nicht im Widerspruch zur großen Mehrheit der Parteimitglieder in dieser Frage. Und deswegen gibt es für mich auch keinen Grund, mich in irgendeiner Interessengemeinschaft zu engagieren. Für Fabian ist der hauptsächliche Zweck der AHO, Ansprechpartner für potenzielle schwule Neumitglieder der AfD zu sein, damit diese, so wie er selbst, sehen könnten, dass die AfD nicht schwulenfeindlich sei. Auch sein Engagement lässt sich primär als ein strategisches verstehen, das nicht unbedingt inhaltlich motiviert ist. Insofern ist also seine Haltung gar nicht so weit entfernt von Kevin und Rüdiger, die ein Engagement in der AHO ablehnen. Hin und wieder kommt es vor, dass Leute, die so ähnlich argumentieren, also Schwule bzw. Lesben, da komme ich gleich noch zu, so viele Lesben gibt es nämlich nicht in der AfD, öffentlich auch eingestehen, dass sie in diesem Punkt durchaus einen Unterschied haben zu ihrer Partei. Beispielsweise, das ist vor einem Monat gewesen, dass der Kai Gottschalk, der finanzpolitische Sprecher, glaube ich, der AfD im Bundestag, sich sehr überraschend in einer Rede vor dem Bundestag eben geoutet hat und darüber gesprochen hat, dass sein Mann verstorben war. Und auch also seiner Partei war das bis dahin auch nicht bekannt. Und daraufhin ist er interviewt worden. Das ist jetzt hier ein Ausschnitt von einem Interview von t-online.de. Und da wird er eben gefragt, 2018 stellte die AfD im Bundestag einen Antrag, um die Ehe für alle abzuschaffen, kurz bevor sie geheiratet haben. Die Regenbogenflagge und die Schwulenrechte gelten vielen ihrer Parteikollegen als Gender-Gaga. Viele fragen sich, wie kann man als schwuler Mann in der AfD sein? Und er antwortet, in einer Partei gehört es immer auch dazu, sich ein Stück weit zurückzunehmen. Der Anspruch ist heute bei vielen, ob in Partei, Beruf oder Partnerschaft, es muss alles hundertprozentig stimmen. Man akzeptiert kaum noch jemanden, der nur 70% des Programms trägt. Ein Beispiel ist da Herr Maaßen in der CDU. Aber auch bei uns gibt es viele, die sehr empfindlich reagieren, wenn nicht alles 1:1 umgesetzt wird, wie sie sich das so vorstellen. Bei Anträgen, die ich für falsch halte, stimme ich dagegen. So einfach ist das. An dieser Stelle würde ich ganz gerne das Coming Out von Alice Weidel einmal zeigen. Da macht sie nämlich einen ganz ähnlichen Punkt. Und zwar war das im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf 2017. Da hielt sie eine Rede, in der sie zum ersten Mal öffentlich über ihre Homosexualität sprach. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich möchte heute über ein Thema sprechen und ein wenig von meinem Programm mal abweichen. Um mit Ihnen zum ersten Mal in diesem Wahlkampf und überhaupt über ein Thema zu sprechen, welches eigentlich nicht hierhin gehört. Eine Premiere sozusagen. Wie der eine oder andere vielleicht mitbekommen hat, lebe ich mit einer Frau zusammen. Also in letzter Zeit weniger, aber normalerweise eben schon. Ja? Außerdem ziehen wir gemeinsam zwei Kinder auf. Er hat jetzt schon gemerkt, wovon ich rede, und den Rest erfährt er jetzt von mir. Ich bin homosexuell. Ich habe jetzt extra gewartet, aber es scheint niemand
steht auf, um zu gehen. Und das ist etwas verwunderlich, denn die AfD ist doch eine homophobe Partei. Das lese ich täglich. Die Mitglieder, Funktionäre und natürlich auch alle Anhänger und Wähler dieser Partei hassen allesamt homosexuelle Menschen oder etwa nicht. Niemand hier, der mich hasst? Nein? So, kein einziger, der es nicht erträgt, dass ich mein Leben mit einer Frau verbringe. Vielen Dank. Und da Sie jetzt auch alle sitzen geblieben sind, erlauben Sie mir bitte kurz etwas zu erläutern. Hätte ich in den letzten Jahren jedes Mal auch nur einen Cent dafür bekommen, dass mir jemand die Frage stellen darf, warum ich als homosexuelle Frau bei der AfD bin, wäre ich heute Millionärin. Wirklich, ich müsste wirklich nie mehr wieder arbeiten. Nie mehr wieder. Und die Frage kommt mir mittlerweile zu den Ohren heraus. Eben auch schon wieder, das ist keine Kritik jetzt an die Pressevertreter, aber eben habe ich die Frage auch schon wieder zigmal gehört. Vor jeder Veranstaltung zigmal, ich wäre heute Millionärin, hätte ich das so gemacht. Aber lassen Sie mich eins klarstellen. Ich bin nicht trotz meiner Homosexualität, sondern gerade wegen meiner Homosexualität in der Alternative für Deutschland. Und um bei der Wahrheit zu bleiben, ich bin der AfD eigentlich wegen etwas ganz anderem beigetreten. Sie ahnen es vielleicht, ich habe es eben schon angesprochen, aufgrund der Rechtsbrüche und dem Umgang mit dem Recht und mit der Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland. Aber ich sage Ihnen auch aus ganzem Herzen, auch wenn ich hier nicht stehen würde, ich in meinem Leben einen ganz anderen Weg eingeschlagen hätte, ich würde diesen Sonntag nichts anderes wählen als die AfD. Als die AfD. Und das als homosexuelle Frau. Und der Grund hierfür ist eigentlich recht einfach. Der Grund hierfür ist die zusehends erodierende, marodierende Sicherheitslage in der Bundesrepublik Deutschland. Denn ohne innere Sicherheit gibt es keine Freiheit. Weder für meine Lebensweise noch für Ihre. Nun habe ich Ihnen heute Abend bereits gebeichtet, dass ich mit einer Frau zusammenlebe. Und lassen Sie mich bitte eins klarstellen. Ich ganz persönlich begrüße jede Verbesserung der Rechte für gleichgeschlechtliche Paare, auch im Zweifel gegen die Mehrheitsmeinung meiner eigenen Partei. So viel Freiheit gestehe ich mir ein. Aus diesem Grund möchte ich auch ein wenig auf das gerade verabschiedete Gesetz der Ehe für alle eingehen. Juristisch betrachtet gibt es durch die Ehe für alle tatsächlich vielleicht ein paar Verbesserungen gegenüber der eingetragenen Lebenspartnerschaft, in der ich lebe. Allerdings, und das ist mir wichtig zu betonen, gibt es de facto, rein faktisch, für die homosexuellen Menschen in diesem Land gerade ein viel größeres, dramatischeres Problem. Nämlich die Tatsache, dass die sogenannten politisch motivierten Übergriffe vom letztjährigen Vergleichszeitraum auf dieses Jahr um fast 30% gestiegen sind. Und die Mehrzahl der Taten waren Gewaltdelikte wie Körperverletzung, Raub oder Erpressung. Und wie immer in der letzten Zeit, wenn es um plötzliche Zuwächse in den polizeilichen Kriminalstatistiken geht, gilt auch für dieses neue Phänomen genaueres, weiß man nicht. Fragen wie etwa der Herkunft der Tätergruppen sind auch hier nicht erwünscht. Okay, auf diesen Punkt habe ich jetzt gerade noch gewartet am Ende. Ich dachte, das kommt etwas schneller. Aber ihr habt einen Überblick bekommen über dieses Argument einmal so in Kürze. Und ja, im Grunde genommen, was sie an dieser Stelle sagt, ist, sie ist ganz offen damit zu sagen, ja, die AfD hat eine andere Haltung im Hinblick auf die Frage, wie mit der Ehe für alle umgegangen werden soll, als sie selbst. Und sagt, Zitat, so viel Freiheit gestehe ich mir ein. Also sie sagt, ich stimme an diesem Punkt nicht mit meiner Partei überein. Nur um dann im nächsten Schritt zu argumentieren, ja, vielleicht habe ich da einen anderen, sehe ich das anders als meine Partei, aber das ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Übereinstimmung, die ich sehr wohl mit meiner Partei habe, nämlich im Hinblick auf den Umgang mit dem Islam und Musliminnen,
Geflüchteten, Einwanderung, Integration und so weiter. Mit anderen Worten, was sie sehr wohl mit der AfD teilt, ist der antimuslimische Rassismus. Und ähnlich wie die anderen, die ich gerade bereits zitiert habe, argumentiert Weidel, argumentieren die anderen, dass ihre Homosexualität eben kein Hinderungsgrund sein soll für ihr politisches Engagement in einer Partei. Aber solange sie keine offenen Anfeindungen erleben, hat es für sie keine politische Relevanz mehr. Und daran sieht man bereits eine der Homophobie-Definitionen oder eigentlich die Homophobie-Definition, die man eben antrifft in der AfD, ist im Grunde offene Gewalt. Also Homophobie wird reduziert auf Anfeindungen und offene, direkte Gewalt. Also so Dinge wie etwa strukturelle Diskriminierung kann nicht gedacht werden, sozusagen im Hinblick auf diese Definition. Und was man eben auch sagen kann, ist, dass es sich dabei viel um Männer handelt, in diesem konkreten Fall um eine Frau, weiße Personen, die in aller Regel sehr privilegiert sind und die eben als Schwul oder Lesben sagen, wir fühlen uns nicht besonders diskriminiert, dieses Thema ist für uns abgehakt und dementsprechend sind sozusagen nur noch andere politische Themen für sie relevant. Also irgendwie eine Verbindung zu sehen zwischen irgendwie der eigenen Homosexualität und möglicherweise einem emanzipatorischen oder solidarischen politischen Gedanken kommt für die nicht mehr in Frage. Ich möchte hier an dieser Stelle auch noch einen weiteren Punkt noch mal genauer benennen. Und zwar geht es mir da um das Thema Männlichkeit. Weil nämlich Alice Weidel tatsächlich so eine Ausnahme zu sein scheint. Und auch die Personen, mit denen ich gesprochen habe, ich habe in meiner Forschung viel versucht, eben auch lesbische Frauen in der AfD zu finden. Und tatsächlich ist es mir im Grunde nicht gelungen. Ich habe eine Person interviewt, die eine Kommunalpolitikerin war. Von einer zweiten habe ich erfahren, die wollte mit mir nicht sprechen. Aber darüber hinaus habe ich nicht mal von der Existenz von lesbischen Frauen in der AfD ansonsten erfahren. Und stattdessen habe ich aber sehr viele Männer getroffen. In der AfD gibt es natürlich generell einen großen Männerüberhang. Da unterscheidet sich die AfD aber auch nicht von der CSU oder der CDU oder der FDP, muss man sagen. Aber lesbische Frauen habe ich erst recht nicht angetroffen. Dieses Bild, was ich euch jetzt hier mitgebracht habe, vielleicht ist dem einen oder der anderen ein Begriff, es ist Jack Donovan. Jack Donovan, das ist also ein Screenshot von dem Instagram-Profil von Jack Donovan. Das ist ein Autor, ein Aktivist, könnte man sagen, aus den USA, der Bücher schreibt mit Titeln wie Nur Barbaren können sich verteidigen, Der Weg der Männer oder für den Kontext hier besonders relevant Androphilia, Rejecting the Gay Identity, Reclaiming Masculinity. Donovan ist selbst homosexuell, beziehungsweise versteht sich selbst als androphil, statt schwul oder statt gay und weist in diesen Büchern und überhaupt in Vorträgen, die er hält und Workshops, die er macht, schwule Identitätspolitik komplett zurück oder überhaupt schwule Identität und argumentiert eben, dass schwul etwas linksgerichtetes, effeminiertes, also verweiblichtes und feminismusfreundliches sei, womit er nichts zu tun haben möchte. Also er argumentiert sozusagen, als Mann, ein Mann zu lieben, sei sozusagen ein Ausdruck von Hypermännlichkeit und appelliert eben an homosexuelle Männer, diese Identität abzulegen und wieder echte Männer zu werden, sozusagen. Ja. Und eine Figur wie dieser Donovan ist eben in der AfD durchaus beliebt, kommt gut an, auch wenn manche den vielleicht ein bisschen als, keine Ahnung, ein bisschen schräg wahrnehmen oder so, aber das Argument ist durchaus, das verfängt, ja. Und ich habe das durchaus auch angetroffen, dass über so eine Art Faszination am Männerbund, Politik als etwas Männerbündisches gesprochen wurde. Und ein Beispiel, das ich auch wieder aus einem Interview zitieren möchte, ist mit Joachim. Joachim ist kein AfD-Politiker gewesen, sondern ein ehemals hochrangiger CDU-Politiker und alter Herr einer Burschenschaft. Und
Also der Kontakt zu ihm während meiner Forschung ist zustande gekommen über einen AfD-Landtagsabgeordneten, der auch Burschenschafter war und eben ein Freund, also die miteinander befreundet waren. Und ich habe mit diesem AfD-Landtagsabgeordneten über mein Forschungsthema gesprochen und daraufhin fragte er mich eben, ob Burschenschaften für mich nicht auch ein interessanter Kontext sein könnten, was ich eben was ich bejahte, und daraufhin hat er diesen Kontakt hergestellt. Also Joachim ist sozusagen so ein bisschen am Rande dieses Feldes, was mich interessiert hat, aber ich würde sagen, ist trotzdem eine interessante Perspektive auf die Frage von rechter Homosexualität. Also Joachim sagt eben selbst, Zitat, dass diese Burschenschaft, in der er war, vermutlich auch nicht zu den besonders Liberalen zählen würde. Also eben eine national orientierte Burschenschaft ist. Sekunde. Genau, und Joachim sagt, dass er sagt über die rechtere Korporationsszene, wie er selber sagt, dass es dort zwar niemanden störe, dass er offen schwul sei, aber dass schwule Emanzipationsbestrebungen eher auf verhaltene Zustimmung treffen. Etwas euphemistisch formuliert vermutlich. Auf diesen scheinbaren Widerspruch angesprochen, entgegnet er Folgendes. Zitat: Die allermeisten Angehörigen, nicht nur der Burschenschaften, sondern der Korporationsszene überhaupt, wissen natürlich, dass es Schwule nicht erst seit den letzten Jahren gibt, sondern dass es die immer gegeben hat. Die etwas Klügeren wissen auch, dass Burschenschaften und Chors auf Schwule durchaus eine gewisse Anziehungskraft haben. Also das Thema Männer, ich will jetzt nicht sagen männerbündisch, aber auch die Bundeswehr hat auf Schwule eine hohe Attraktivität. Und Burschenschaften und Chors haben das auch. Ich bin auch nicht der einzige Schwule. Ich habe sogar schon Sex gehabt mit Leuten aus der Burschenschaftsszene. Das wissen die Klügeren. Der Männerbund also als besonders attraktiv für Schwule. Das würde bedeuten, dass die eigene Homosexualität für schwule Männer sehr wohl eine Rolle spielen könnte bei der Hinwendung zu einer Partei wie der AfD. Doch auch für Joachim ist diese spezielle Anziehungskraft weniger politischer Natur als vielmehr eine Frage von Begehren, also etwas sexuell-ästhetisches. Joachim fährt fort. Von daher ist das nicht so ein Widerspruch, sondern Burschenschafter kennen das Phänomen, dass ein gewisser Prozentsatz der Männer, nicht nur in Deutschland und nicht nur im Jahre 2018, schwul ist. Das weiß man und das ist nicht das Problem. Wenn man aus dem Schwulsein heraus politisch arbeiten will, dann, glaube ich, ja, finden das die meisten nicht gut. Das heißt, das Thema Adoptionsrecht für Schwule wird sicherlich überwiegend kritisch gesehen. Ehe für alle vermutlich auch. Aus dem Schwulsein heraus politisch arbeiten, ist eine Formulierung, die er verwendet. Und dazu fallen Joachim die aktuellen Themen einer liberalen, schwul-lesbischen Mainstream-Bewegung ein. Adoptionsrecht und Ehe für alle. Einer, der im Gegensatz dazu argumentiert, dass man auch eine dezidiert rechte Homopolitik machen kann, ist eine weitere Figur aus meiner Forschung, und zwar Andreas, der mein wichtigster Gesprächspartner wurde. Und sein Bestreben, Homosexualität von rechts zu politisieren, möchte ich an dieser Stelle noch etwas ausführlicher porträtieren. An einer Landstraße mitten im Fichtelgebirge liegt ein Gasthof, in dem man auch 2018 keinerlei Handyempfang hat. Ich bin hier auf einem der Halbjahrestreffen der AHO. Bei diesen Treffen, an denen ich zwischen Anfang 2017 und Anfang 2019 teilnahm, werden Aktivitäten geplant und Tratsch verbreitet, rechtes Schwulsein diskutiert und Strategien entworfen, wie man sich am besten gegenüber der Partei aufstellt. Die Diskussionspunkte für heute lauten: Vortrag Schwule und neurechtes Denken mit Diskussion zu einer Philosophie der AHO. Gewalt gegen Schwule in der AfD und gegen die AfD überhaupt. Was können wir tun? Die Deutschen haben das Schwulsein erfunden. Wie, was und Adoption. Andreas doziert jetzt gerade über seine These, dass es die Deutschen gewesen seien, die das Schwulsein erfunden hätten. Hier ist das Land der homosexuellen Emanzipation, schwärmt er mit Bezug auf die 1920er Jahre in Deutschland. Wir haben einen reichen Schatz in unserer Geschichte, den Leute wie ich, die eine 180-Grad-Wende in der Geschichtspolitik wollen, anvisieren. Und das ist natürlich ein Bezug zu Björn Höckes Idee der 180-Grad-Wende in der Erinnerungspolitik. Mir ist, so denke ich in diesem Moment, klar, was er meint. Er denkt wohl an Karl Heinrich Ulrichs,
jenen jungen Anwalt und Journalisten, der im 19. Jahrhundert die mannmännliche Liebe als eine natürliche darstellte, verursacht von weiblichen Seelen in männlichen Körpern. Oder den Arzt und Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld, dessen 1897 gegründetes wissenschaftlich-humanitäres Komitee für die Aufhebung des Paragraphen 175 eintrat. Interessant, denke ich, wie Andreas diese Vorkämpfer für die Rechte der Homosexuellen als deutsche Helden stilisieren will. Aber zu meiner Überraschung erwähnt Andreas im Verlauf seines kleinen Vortrags gerade nicht Ulrichs und Hirschfeld, sondern Stefan George und Hans Blüher. Der Lyriker George ist vor allem durch seinen homoerotisch-männerbündischen George-Kreis bekannt, in dem er vom späten 19. Jahrhundert bis zu Weimarer Zeit Jünger um sich scharte und Männlichkeit und hierarchische Ordnung predigte. Und Blühers Theorie der männlichen Gesellschaft erhebt den mannmännlichen Eros zur Grundlage des Staates schlechthin. Für Blüher war der Eros eine Kraft, die den Primat der Familie durchbricht und so Gesellschaft überhaupt erst begründet. Blüher polemisierte tatsächlich gegen Hirschfelds Theorie sexueller Zwischenstufen, die homosexuelle Männer in die Nähe des Weiblichen rückte. In der Tat, schrieb Blüher, die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft lehrt die Erfahrung, dass vollbetonte, ja sogar auffallende Männlichkeit mit voller Inversion, also Homosexualität, wohl verträglich ist. Blühers angestrebte Normalisierung von männlicher, also viriler Homosexualität ging einher mit einer Pathologisierung und rassistischen Abwertung femininer Homosexualität, die ihm als jüdisch-liberale Entartung galt. Also ich will an dieser Stelle jetzt nicht ausführlicher eingehen auf die Unterschiede zwischen Ulrichs und Hirschfeld und George und Blüher, das würde jetzt zu weit führen. Aber worum es mir an dieser Stelle geht, ist, dass ich sozusagen nicht umhin kam zu bemerken, dass sich Andreas hier gerade auf die maskulinistischen und antifeministischen, in Teilen auch antisemitischen Hintergründe, Genealogien der homosexuellen Emanzipation bezog. Und das sind Geschichten, die männliche und nationalistische Werte in Einklang bringen wollten mit einer als kultur- und gesellschaftsstiftend verstandenen Homosexualität. Und ich würde sagen, das ist eine Geschichte, Teil unserer Geschichte, die heute häufig unter den Tisch gekehrt werden. Aber ich denke, wir müssen dem in die Augen blicken, dass es zu Beginn der homosexuellen Emanzipation eben auch antifeministische, antisemitische, nationalistisch gesinnte Strömungen gab. Und auch das meint Andreas, wenn er Höckes umstrittene 180-Grad-Wende in der Geschichtspolitik zitiert. Und zwar Linken und Liberalen die Deutungshoheit über schwule Geschichte zu entreißen und eine rechte Geschichte der homosexuellen Emanzipation zu erzählen. Okay, ich habe also versucht, in meinem Vortrag euch zu zeigen, wie schwule Männer ihr Engagement in einer rechten nationalistischen Partei begründen, die nach wie vor heterosexuelle Lebensformen und zweigeschlechtliche Lebensformen privilegieren will. Ich habe verschiedene Narrative vorgestellt. Da sind Fabian und Markus, die ihre Politisierung unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung erzählen. Sie verweisen auf ihre Ablehnung von Solidarität mit jenen, die nicht zum nationalen Wir gehören, also vor allem Geflüchtete und während der Eurokrise Griechenland. Wenn überhaupt, dann tauchte die eigene Homosexualität in diesen Erzählungen als potenzieller Hinderungsgrund auf, bei der AfD mitzumachen. Und zwar, weil die Medien ein Bild verbreiten würden, dass sowohl Fabian als auch Markus im Nachhinein als ein verfälschtes kritisieren. Für Fabian hat sein Engagement bei den alternativen Homosexuellen nur den strategischen Zweck, Ansprechpartner für potenzielle Neumitglieder zu sein, die ebenfalls von diesem Bild abgeschreckt werden könnten. Andere, wie Kevin und Rüdiger, lehnen ein solches Engagement komplett ab, eben weil sie sagen, Homopolitik ist heutzutage nicht mehr notwendig, es ist vorbei, alles sei erreicht und die AfD und auch in der AfD selbst gäbe es keine Probleme damit. Aber dass es für Schwule eben auch positive Gründe geben kann, an einem nationalistischen Projekt teilzunehmen, legt die Erzählung von Joachim nahe. Viele rechtsgerichtete Kreise, wie etwa bestimmte Burschenschaften oder Chors, sind männerbündisch organisiert
und an männlichen Werten orientiert und üben laut Joachim gerade deswegen eine ästhetische sexuelle Anziehung auf Schwule aus. Nun ist die AfD kein Männerbund im eigentlichen Sinne, aber ich würde denken, dass trotzdem für die Politik der AfD Männlichkeit und die Mobilisierung sozusagen von einer natürlichen und heroischen Männlichkeit eine wichtige Rolle spielt. Dazu abschließend ein kleines Zitat noch von Björn Höcke. Wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde. Im Übrigen sagt Björn Höcke auch, er kennt einige Schwule, die viel männlicher sind als manche seiner heterosexuellen Freunde. Die Politikwissenschaftlerin Birgit Sauer spricht in diesem Zusammenhang von radikalem Rechtspopulismus als männlicher Identitätspolitik. Ja, und jemand, der versucht, schließlich dieser männlichen Identitätspolitik gewissermaßen einen schwulen Drall zu geben, ist der Andreas, den ich als letztes vorgestellt habe, der an die vergessenen nationalkonservativen Stränge der homosexuellen Emanzipationsgeschichte erinnert und versucht, diese sich anzueignen. Ein Eintreten für die Ehe für alle oder das Adoptionsrecht für Homosexuelle ist auch in Andreas' Sinne nicht mit Homopolitik gemeint. Nach Blüher wäre das auch total sinnlos, weil Blühers Theorie zufolge der Invertierte, also der homosexuelle Mann, ja gerade von Ehe- und Familiengründung abgestoßen wird und zum Männerbund hingetrieben wird, um eben Politik zu machen. In dieser Blüherschen Tradition leitet Andreas eben aus seinem Schwulsein stattdessen eine antifeministische und vielleicht nicht offen antisemitische, aber dafür antimuslimisch-rassistische Politik ab. Dafür steht beispielsweise dieser Aufsteller der AHO, der an den Anschlag von Orlando im Jahr 2016, also in dem Nachtclub Pulse, erinnern soll. Und auf dem steht, sie mussten sterben, weil sie schwul waren, 49 Homosexuelle von Islamisten brutal hingerichtet. Ja, und diesen Aufsteller sieht man immer wieder bei Veranstaltungen der AHO. Ja, also auch hier männlich werden, um wehrhaft zu werden. Ja, vielen Dank. Ja, super. Jetzt komme ich hier rüber. Ja. So, vielen Dank. Jetzt seid ihr natürlich gefordert. Sehr spannend, vielen Dank. Und ich weiß nicht, ob es jetzt gleich schon Fragen gibt, Kommentare, Bemerkungen. Ja. Kann dein Mikrofon wackeln? Kann ich mein Mikrofon wackeln? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich hab immer das kaputte Mikrofon, das ist schon ein Männerakademie-Klassiker. Ja, jetzt haben wir es. Gut. Okay, dann, genau. Also vielen Dank für den Vortrag, ich fand es mega interessant. Vielleicht kannst du noch ein paar Worte, ich nutze dich jetzt einfach. Ja, natürlich. Vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu den Persönlichkeitsstrukturen und zu den Charaktermerkmalen der Interviewten sagen, weil das klingt mir alles sehr, als ob das immer die gleiche Type an Person wäre, die du da vorgefunden hast. Okay, interessant. Also interessante Beobachtung erstmal. Ja, ich würde das gar nicht so, ich würde das selber nicht so verallgemeinern, dass dieses Bild entsteht, mag sein aus der Art und Weise, wie ich es darstelle. Aber es waren sehr unterschiedliche Typen. Also beispielsweise Andreas ist ein intellektueller Historiker, der ein sehr großes Sendebewusstsein hat und eben sich auch gerne selber als schwul zeigt, gerne eben auch als anders sozusagen auch also erscheinen will. Andere sind dagegen eher ein bisschen bieder, würde ich jetzt sagen, oder zurückhaltend sozusagen. Aber man trifft auch alles an, was sozusagen soziografischen Hintergrund angeht, also vom Taxifahrer bis zum, wie gesagt, intellektuellen Historiker war alles dabei. Also
ich bin nun auch kein Psychologe und würde das deswegen auch nicht aus der Hinsicht jetzt irgendwie bewerten wollen, aber so, mir ist aufgefallen, dass es da eine große Bandbreite hat. Es waren alles weiße, westlich sozialisierte Personen. Ja. Ich meine, ich verstehe die Frage gut, weil ich meine, es ist ja schon auffällig, dass die gemeinsame Klammer ja wirklich offenbar so eine gewisse Vorstellung von Männlichkeit ist. Also insofern habe ich mich das auch gefragt, ob das alles irgendwie, keine Ahnung, Leute sind, die halt wirklich so einen bestimmten, klischeehaften Männlichkeitsverständnis folgen und das man dann halt vielleicht auch sieht. Ja, aber dazu muss man auch sagen, dass das auch total viel gebrochen wurde von denen. Also gerade eben dieser Andreas, der hat mir bis zum Ende irgendwie Kopfschmerzen bereitet, weil er zwar diese immer wieder, also weil er total gerne auch Blüher liest und sich dann darauf bezieht und gleichzeitig aber total viel Wert darauf legt, eben auch als schwul erkennbar zu sein. Also gerade nicht jemand ist, der das irgendwie so, der den Hypermaskulinen performt selber in seiner eigenen Art, sondern ja, das eben nicht tut. Und auch da gibt es solche und solche. Aber es gibt eine bestimmte Faszination auf jeden Fall für diesen Männlichkeitskult. Aber den, also ja, die stellen den nicht alle selber dar, auf keinen Fall. Also die brechen das selber total. Um dann vielleicht noch eine Frage, die ganz basic ist, um es jetzt erstmal nicht zu intellektualisieren. Ich frage mich, wie waren jetzt so diese Sommerfeste und Kneipenabende jetzt für dich einfach nur vom, ich sag's mal, vom Unterhaltungswert, jetzt nicht vom wissenschaftlichen, sondern also, ich meine, wie ging es dir da? Also war das nett? Ich meine, hat man auch gedacht, ach, eigentlich schön hier bei der AfD. Also, ja, ich weiß es ja nicht. Ich würde mich so an die Kameradschaft nicht angenommen. Ja, nee, das war bei ganz Sommer, aber bei Sommerfest, ja, ja. Ich meine, das ist schon ein bisschen mehr. Ja, ja, ja. Da ist schon. Ja, ja, voll. Also, ich. Ich meine, das ist wirklich ganz unwissenschaftlich, sondern ich meine, irgendwie. Nee, das ist ja die 24 Stunden Kulturanthropologe. Ja, gerade, ja, aber gerade aus der Perspektive ist es eben interessant, weil man als Kulturanthropologe eben schon so, also sehr, sehr involviert ist eigentlich und nicht eben irgendwie Interview und Ciao. So, ja, und. Das ist an manchen Stellen, also ich habe, wie gesagt, ich bin 2 Jahre insgesamt da gewesen und es gibt natürlich einen Punkt, an dem man irgendwie mit Leuten, die man auch immer wieder trifft, irgendwie auch persönlicher wird und an manchen Punkten ist auch irgendwie, ja, die Gesprächsthemen dann halt irgendwie nicht immer auf dieselbe Art und Weise politisiert sind oder so und man auch anfängt Anteil zu nehmen vielleicht an deren Geschichten. Aber im Großen und Ganzen fand ich schon immer sehr anstrengend. Also ich bin da nicht irgendwie warm geworden mit den Leuten und habe irgendwie am Ende gedacht, ach ja, ganz nett hier. Also ich musste eigentlich immer, wenn ich da Zeit verbracht habe, danach erstmal irgendwie, in Berlin erzähle ich immer, dass ich danach sofort in Silver Future gegangen bin, was so eine queere Kneipe in Neukölln ist, um halt irgendwie so ein Konterprogramm zu haben. Weil, man wird schon auch irgendwie vollgedröhnt mit irgendwie einem Rassismus, den ich schwer ertragen konnte. Und auch irgendwie, ja, persönlich, ich eben, also mir das auch schwer fiel. So. Aber ja, das heißt nicht, also gerade dieser, also was du jetzt gerade gesagt hast, dass es ja irgendwie auch was Kameradschaftliches hatte. So, ja, ich glaube, dass gerade, also man könnte ja auch die Frage stellen, warum haben die mich eigentlich dort zugelassen? Ja, und ich glaube, dass gerade für diese Aho-Leute das einerseits so ein bisschen, das hat denen geschmeichelt, dass sie ein interessantes Forschungsobjekt sind sozusagen. Ja. Und das hat sozusagen ihre Wichtigkeit so ein bisschen erhöht. Ja. Also so das eigene, ja, das haben sie deswegen begrüßt. Aber andererseits haben die mich auch so ein bisschen als Frischfleisch betrachtet, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und haben schon also viel versucht, mit mir zu flirten und so weiter. Und das war dann eben so ein Spiel mit dem Feuer, weil wenn man irgendwie Zugang haben will als Forscher, ja, dann ist die Frage so, wie weit geht man jetzt, wie weit gibt man nach, wo zieht man Grenzen? So. Auch wenn ich jetzt persönlich sozusagen nicht in Versuchung geraten bin. Aber klar, also irgendwie bleibt es nicht ganz aus, dass man, wenn man ethnografisch in einem rechten Umfeld forscht, auch in sehr schwierige Momente kommt, also ethisch schwierige Momente kommt, wo man sich fragt, so mache ich da jetzt was mit, was ich nicht mitmachen will oder so.
ich meine, es spricht ja auch dafür, dass die wahrscheinlich auch wirklich sehr überzeugt sind, dass das, was sie machen, ja wirklich völlig legitim gut ist. Und das ist vielleicht auch wirklich ein Beispiel für mehr Schwule. Also ich beziehe sie wirklich nur mal auf Schwule, weil es ist ja offenbar keine LGBTIQ-Debatte, sondern es ist ja wirklich eine schwule Debatte, mhm. dass das sozusagen für Schwule eigentlich wirklich eine Alternative jenseits dieses, die würden es wahrscheinlich links-grün zerdrift nennen, was wir hier machen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht so anfühlen, aber dass es das vielleicht geben muss und man, ja, ist ja die Frage, ob es das vielleicht auch wirklich geben muss. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, würdest du sagen, da gab es Momente, wo du sagst, da wurde jetzt so das demokratische Spektrum verlassen, das ist so gegen die gegen das Grundgesetz, wird ja der AfD auch vorgeworfen, ist auch so ein bisschen mein Bild, dass da eine große Gruppe gibt von den Leuten, die eigentlich auf die Verfassung pfeifen, die freie Meinung nicht unbedingt tolerieren wollen, die ja eben demokratische Werte ablehnen. Das habe ich gar nicht so rausgehört aus dem, was du jetzt geliefert hast, sondern eher so Bedürfnis nach Freiheit, Bedürfnis nach Toleranz sogar, und wir müssen uns schützen vor den intoleranten Fremden. So, das war so der Tenor, der oft auch da gekommen ist. Und so das, wie ging es dir damit? Also hast du das erlebt, so richtig antidemokratische Stimmung, Reden oder sowas? Ja, unbedingt. Also ich würde sagen, gerade dieser letzte Punkt, also dieser Rassismus, ist sozusagen jetzt nicht nur irgendwie ja, am äußeren Rand des innerhalb der Verfassung Möglichen oder so. Also die debattieren jetzt nicht darum, irgendwie, wie genau man jetzt das Asylrecht ausgestalten soll, sondern zum Beispiel Fabian geht es um das ethnische Fortbestehen des deutschen Volkes. So, ja, und viele von denen haben Kontakte in rechtsextreme, also noch deutlich weiter rechts außen stehende außerparlamentarische Bewegungen. Und also dieses ganze Thema Rassismus spielt da eine Riesenrolle. Also manche dieser Dinge, die dann gesagt werden, sind vielleicht ein bisschen flapsig. Also ich kann mich daran erinnern, dass einer mal von der Endlösung in der Moslem-Frage sprach, ja. Wo dann irgendwie, also sogar mir gegenüber, ja, in meiner Anwesenheit, wo ich mich dann schon auch frage, ja, was passiert, also wenn ich nicht da bin. So, ne? Ganz klar. Das besteht gar kein Zweifel, ja, dass das eine antidemokratische Partei ist. Ja. Mich würde interessieren, weil das ein bisschen meine Theorie und meine These kräftigt hat, dass es sich dabei eigentlich ein bisschen auch um Feigenblätter in der Außendarstellung handelt. Guck mal, wir sind nicht frauenfeindlich, wir haben sogar eine Frau als Bundesvorsitzende, ist auch noch letzte, Applaus, Applaus, Applaus. Und wir haben sogar eine Bundesinteressengemeinschaft für Homosexuelle. Interessiert uns zwar nicht, was da passiert, die sind da in ihrem Funkloch und sitzen zu sechst am Tisch mit Deutschlandflaggen, geballten Servietten. Wenn ich über Queerpolitik rede, geht es mir ja um die Community. Und ich weiß, dass es auch innerhalb der Community phasenweise schwierig ist, alle an einen Tisch zu bekommen und zu sagen, hey, wir haben alle irgendwie den gleichen Ursprung, wir sind Jahrzehnte für die gleichen Gedanken und Wünsche auf die Straße gegangen und es ist eben nicht vorbei mit der Ehe für alle. Ich glaube, für die AfD wäre es für mich aktuell undenkbar, dass da eine Tessa Ganderer mit in der Partei ist. Hast du bei den Homosexuellen, mit denen du gesprochen hast, da auch so einen knallharten Cut gesehen zwischen Homosexuelle, Klammer auf, Männer, Klammer zu, und dem Rest der Community? Oder gab es da im Vergleich zu diesen wirklich widerlichen, transfeindlichen Ausbrüchen, die man da teilweise auch im Bundestag miterleben darf, TERF-Ausfällen aus dem Bundestag, gab es da irgendwie einen Punkt, wo du gesagt hast, naja, da ist eine gewisse Offenheit, die man sich vielleicht nicht traut zu sagen, weil man eben nicht zu einer Minderheit gehören will, sondern zu den starken Männern in der AfD? Mhm. Ja, ich würde sagen, das Thema ist total zentral, weil... du hast ja auch gerade schon gesagt, also das sind eben die schwulen Männer, in der, um die es geht, und nicht LGBT und nicht irgendwie queer und so weiter. Und ich denke, das ist auch für die ganz wichtig, sozusagen da eine Grenze zu ziehen zwischen irgendwie allem, was Zweigeschlechtlichkeit in Frage stellt, was irgendwie Heteronormativität in Frage stellt, und
eine Form von Homosexualität, die Zweigeschlechtlichkeit gerade bestätigt noch und irgendwie die Heteronormativität auch nicht in Frage stellt, beispielsweise. Also ich würde sagen, die schwulen Männer in der AfD werden von der AfD oder von Rechten integriert, indem sie oder weil sie sagen, wir stehen gerade nicht für dieses ganze queer Auflösen von Grenzen und in Frage stellen von Geschlecht und ist alles nur ein Konstrukt und so weiter. Also, dass sie sich ganz krass davon abgrenzen. Und dazu gehört eben auch eine Transfeindlichkeit, auf jeden Fall. Und ich glaube, das Thema ist im Moment viel heißer auch, ehrlich gesagt, als Homo-Politik und Homo-Fragen. Aber was ich auch beobachtet habe, aber allerdings nur wirklich in Ansätzen, ist, dass es auch da gewisse Versuche gibt, auf manche Teile der Trans-Community zuzugehen, die auch so ticken, ja, die eben auch eine Vorstellung haben von, es gibt nur zwei Geschlechter und eine Transition ist irgendwie vom einen ins andere Geschlecht und nichts darüber hinausgehend. Also alles, was sozusagen Binarität in Frage stellt, wird abgelehnt und so weiter. Ja, also sehr krass binär verortete Transgeschlechtlichkeit funktioniert darin potenziell. Und es gibt auch Trans-Personen, Einzelne, es gibt auch einzelne Vereine, die mit Recht sympathisieren. Genau deswegen. Und meine These ist so ein bisschen, dass das Rechte heutzutage eben weniger in der Frage besteht, also sozusagen die Feindschaftslogik der Rechten ist heute weniger Homo gegen Hetero und Cis gegen Trans, sondern Identität, klare, eindeutige Identität, natürliche, biologische Identität gegenüber allem, was sozusagen die so klare, eindeutige Identität in Frage stellt. Alles, was irgendwie ein bisschen mehr verwischt, was irgendwie mehr, weiß ich nicht, Hybridität, Queer und so weiter bedeutet. Hatte sie die Frage beantworten können? Ja. Ja, klingt doch. Ich habe mich schon länger gemeldet. Ja, das ist gut. Eine Frage von mir wäre halt, hast du denn da irgendwelche Grenzen gespürt? Du bist in der AfD drin, du weißt, welche Aussagen von der AfD zum Teil getroffen werden. Ist diskutiert worden, dass da jemand jetzt in der AfD zu dem Thema Homosexualität auch noch promoviert? Gab es da Anfeinde? Innerhalb der AfD gegen mich? Vielleicht bist du gemieden worden? Also tatsächlich hatte ich, glaube ich, Glück größtenteils, aber ich hatte Glück größtenteils, aber das lag auch daran, dass ich sozusagen über diese AHO-Leute, also die haben mir vertraut und Teile von denen sind eben auch Abgeordnete und über die habe ich Zugänge erhalten. Die haben so ein bisschen Wie bitte? Die haben dann so ein bisschen darauf geachtet, dass sie nicht mit allen außerhalb von der AfD in Verbindung kommst oder haben die so ein Gatekeeping gemacht? Ja, genau, Gatekeeping würde ich es nennen, ja, genau. Und ich glaube auch, was ein bisschen passiert ist, ist, dass also man in der AfD gegenüber einem Forscher, dem bereits ein gewisses Vertrauen entgegengebracht wurde, auch relativ professionell umgegangen ist. Also es wäre anders gewesen, wenn ich jetzt in der identitären Bewegung geforscht hätte oder wenn ich irgendwie in einem bisschen mehr sozusagen weniger öffentlichen Raum unterwegs gewesen wäre. Ja, da gab es schon eher Versuche. Ich glaube, wenn es da Leute gab, die das abgelehnt haben, dann haben die das eher professionell getan. Aber so Anfeindungen im Sinne sind mir nicht begegnet. Nee. Ja, war noch bloß so eine Überlegung, wo man gekommen ist. Die Menschen, die flüchten, kommen ja häufig so in ihre Sozialisation auch Strukturräumen, wo die patriarchale Gesellschaft noch eine sehr große Rolle spielt. Haben die sich damit auseinandergesetzt? Also eigentlich ist ja das, was wie ich so gehört habe, eigentlich was von denen sehr hochgehalten wird, so die männliche Gesellschaft. Oder habe ich das falsch verstanden? Und aus solchen Kulturräumen kommen die Leute eigentlich auch ein Stück weit. Oder würde ich mal behaupten, dass das Großteil schon so ist. Haben Sie sich damit auseinandergesetzt oder wie wird das dann gesehen? Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, sozusagen
gibt es nicht auch eine, also wenn die selber für so eine männliche, patriarchale Gesellschaft argumentieren, gibt es dann nicht auch irgendwie vielleicht eine Faszination für... Naja, ja, für mich ist ja sozusagen, also die stehen ja gar nicht so auf eine andere Seite wie was weiß ich, wie, keine Ahnung, in vielen Ländern ist ja das leider auch so, wenn man sich in Afrika umschaut oder so, dann hat da die Frau noch einen ganz anderen Wert. Und das, meine Fantasie war, dass die da eine ähnliche Haltung haben. Naja, es gibt Teile der Rechten, also insbesondere die Intellektuelleren, die genau das sagen. Also die sozusagen auch dieses Schlagwort Islamisierung ablehnen als irgendwie Feindbild, weil sie eine gewisse, weil sie was verbindet mit einer Vorstellung von einem Islam. Ja? Also das ist auch wiederum eigentlich eher was, eine Imagination, so eine Projektionsfläche. Ja? Aber es gibt auf jeden Fall diese, wie gesagt, eher intellektuellen Rechten dann aber, die, ja, die genau das sagen. Und die sozusagen eher problematisieren, die nicht den Islam als solchen, als Religion oder so problematisieren, sondern die Tatsache, dass quasi, das jetzt alles in Anführungsstrichen, ja, alles Zitat, fremde Völker den Islam herbringen. Ja? Also das Problem ist dann nicht, was sie herbringen, sondern wer sie sind. So, ja? Und denen geht es darum, dass das deutsche Volk als ein ethnisch verstandenes rein zu bleiben hat. So, ja? Was die dann für eine Religion mitbringen, ist denen egal. Im Gegenteil, sie argumentieren sogar manchmal, ja, dass der Islam ja noch besonders männlich sei und so weiter. Und häufig passiert auch sowas wie, wenn die Islamisierung hier erstmal erfolgt ist, dann erledigt sich Gender ja von selbst, sozusagen. Ja, also dieses Argument hört man häufig auch, sozusagen eher so ein ironisch gewendetes. Aber den Widerspruch bei sich selbst sehen sie nicht unbedingt, also... Es gab ja auch im Nationalsozialismus in der Anfangszeit in der SA entsprechende Tendenzen, männerbündische, aber gute Tendenzen. Kannst du da auch Parallelen zur AfD herstellen? Ja, das passt zu diesem Thema, was ich benannt habe. Ja, also das sind Teile der homosexuellen Geschichte, die sich erklären lassen sozusagen, die sich ideologisch erklären lassen. Und die SA und ich meine Röhm, ja, das sind natürlich nur die extremsten Ausformungen davon. Aber Röhm war jemand, der genauso argumentiert hat, also dass sich sozusagen Nationalsozialismus und Homosexualität sehr gut kombinieren lassen eigentlich. Und das ist vielleicht eine extremere Ausformung davon, aber im Grunde genommen existiert eine große Faszination davon. Also es gab tatsächlich einmal während meiner Feldforschung auch eine Situation, in der die AHO-Leute genau über den Röhm-Putsch und so weiter diskutiert haben oder über die sogenannte Nacht der langen Messer, wo eben die SA entmachtet worden ist und so weiter. Und ich konnte da schon feststellen, dass da irgendwie so eine, also mir schien es halt einfach so eine Begeisterung auch zu sein für was möglich hätte sein können, ja, was hätte möglich sein können, wenn irgendwie Dinge anders gelaufen wären im NS oder so, ja, also dass es durchaus eben Stränge der nationalsozialistischen Bewegung gab, die offen waren für männliche Homosexualität. Übrigens, großes Danke für deine Aufarbeitung hier und für die Wissenschaftlichkeit, die du an den Tag legst. Ich glaube, dazu wäre ich nicht in der Lage. Deine Forschungsarbeit hat ja, ich glaube, großteils vor der Covid-19-Pandemie stattgefunden. Und durch die Ereignisse seit 2020 ist ja einiges mehr in das politische Portfolio der AfD gewandert an Standpunkten. Konntest du deine Kontakte, die du in der AfD hast, aufrechterhalten in dieser Zeit und wie stehen die dazu? Also es sind ja teilweise sehr extrem wissenschaftsfeindliche Positionen, auch sehr gewaltverherrlichende Positionen. Wie stehen die deine Kontakte in der AfD dazu? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, also dazu muss ich sagen, ich habe die Kontakte nicht so intensiv fortgeführt, dass ich das jetzt im Detail beantworten könnte. Aber also ich habe mitbekommen auf jeden Fall so eine Impffeindlichkeit. Aber da würde ich mich zu sehr aus dem Fenster lehnen jetzt. Also das weiß ich einfach. Ja, danke. Jetzt haben wir gerade, ein, dass wir dann intern ja auch Partei wechseln. Also ein sogenannter interner, noch rechterer Ruck. Wenn ich mich erinnere, um das Jahr, wo sie oder du dort warst, war ja der Meuthen noch Vorsitzender. Ich hatte noch inzwischen Meuthen, beziehungsweise auch der Gauland hat ja schon in anderen Runden betont, wir haben nichts gegen Homosexuelle, weil es deren Privat, es wird immer abgetan, deren Privatsache. Ich hatte noch mal ganz kurz, auch wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, wir waren zum Glück eigentlich 3-4 Fragen weiter. Ich muss mal ganz kurz zurück zu diesen fünf. Wenn das beantwortet ist, bitte ich um Entschuldigung vor. Für mich ist noch nicht 100% klar. Diese fünf Herren, sind die offen, schwul, es geht an die Partei, oder sprich als Parteitag und so weiter, brauchen die sich jetzt, ohne jetzt kurz zu sich produzieren oder auch zu provozieren, weil da quasi jeder in unmittelbarer Nähe über die jeweiligen Bescheid. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, durchaus. Weil das kam vorhin auch so, dass man ein bisschen abgeschottet war mit dir. Also ich wollte jetzt nur das ausschließen, also offiziell offen schwul, aber ohne jetzt künstlich zu provozieren. Also ich... geht denen schon um Sichtbarkeit. Und ich glaube, die sind sozusagen personell sind die irrelevant für die Partei. Ja? Das ist wirklich nur eine kleine Gruppe, aber symbolisch haben die eine Bedeutung. Und deswegen ist es für die auch zentral gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden. Die haben eine, wie sie sagen, Schirmherrin im Bundestag, Nicole Höchst, so, ja. Also das ist denen wichtig, wahrgenommen zu werden als Homosexuelle. Und es ist auch so, dass die, es gibt natürlich einige Ungeoutete, will ich gar nicht sagen, ja, aber es ist trotzdem so, dass in der AfD dann so Gerüchte kursieren, wie dass ein prominenter Berliner AfD-Politiker gesagt haben soll, er hätte in seiner ganzen Karriere noch nicht mit so vielen Schwulen zusammengearbeitet wie in der AfD. Also, dass es besonders viele Schwule in der AfD gäbe. Und diese Erzählung kursiert natürlich auch deswegen, um dieses antimuslimische Argument zu verstärken. Ja, also alle Schwulen würden jetzt nach den Grenzöffnungen in die AfD strömen, so, weil sie auf einmal weil es so viele Überfälle gäbe und so weiter. Ja? Aber die Anonymität der Namen, das hat jetzt auch mit der Doktorarbeit zu tun und der wurde dann auch seitens der Jahre, wo er recherchiert hat, auch letztendlich auch ausdrücklich darum gebeten, bitte so weit, so gut, aber jetzt nicht öffentlich unseren Namen beitragen. Nee, das ist eher im Gegenteil. Das haben so vorsichtig nachgebohrt. Na, es haben Leute eher darum gebeten, dass ich ihre Klarnamen nenne, aber ich habe mich dagegen entschieden, um mich zu schützen, weil ich keine Lust darauf habe, sozusagen im Nachhinein damit Probleme zu kriegen. Also genau, also ich habe, das ist meine Entscheidung, die zu anonymisieren. Aber manche haben gesagt, nein, ich will da ganz offen und so, aber da habe ich mich dagegen entschieden. Dann noch eine letzte Zwischenfrage. Die Frau Vorsitzende ist ja offen lesbisch. Gibt es eine Erklärung, warum es da seltsamerweise kaum Lesben sich da als Rechte outen? Gibt es da irgendwie eine Erklärung? Denn normalerweise, wenn die Vorsitzende lesbisch ist, ist es ja eigentlich eine Einladung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt keine... Jetzt macht er die AfD nicht zu einer frauenfreundlichen Partei. Das ist ja, glaube ich, genau der Kern, dass es ja um die Zelebrierung der Männlichkeit geht in der AfD. In dem Fall aber die zweite Vorsitzende, ja. Ich finde ja, dass die Frau Weidel wahnsinnig männlich auftritt. Und ich fand ja auch, ein Detail, was mir noch nie aufgefallen war, ist auch, sie macht auch so einen Witz, den eigentlich ein Mann machen würde. Nämlich, dass die Frau alleine zu Hause sitzt und sie ja gar nicht so oft sieht. Also sie ist der berufstätige Kerl
und die Frau ist zu Hause und wartet auf ihre Partnerin. So. Und auch die Art und Weise, wie sie das macht, mir ist noch nie so aufgefallen, das ist so ein richtiger Macho-Witz. Leute lachen natürlich auch nicht schuldig, weil sie es auch sofort als Witz identifizieren. Und das ist so, also das vielleicht dazu, also ich weiß jetzt nicht, wie du es siehst, aber das vielleicht dazu, dass ich glaube, die AfD keine Partei ist, die Frauen mit offenen Armen willkommen heißt. Oder halt nur in bestimmten subalternen Positionen. Ja, ich denke sozusagen, weibliche Homosexualität lässt sich eben nicht unbedingt von rechts irgendwie politisieren oder aneignen. Ja, also im Gegenteil, ist nach wie vor marginal, unsichtbar, und das gilt für die Rechte umso mehr. Und es gibt da nicht so eine Art, also wie gesagt, für schwule Männer kann ich schon irgendwie begründen und nachvollziehen, dass es da gewisse Attraktivitätsmomente gibt. Für lesbische Frauen gibt es diese Attraktivitätsmomente, glaube ich, viel weniger. Okay, danke. Anne. Nur ein Satz dazu. Ich glaube, das Problem, warum, das ist ja auch ein Problem in den Medien, warum Frauen nicht, wenn eine Wille jetzt lesbisch ist, auf einmal irgendwie alle sich outen, ist ja, dass man sich dann auch für Intersektionalität öffnet. Du bist ja als Frau schon grundsätzlich in der Gesellschaft immer noch nach wie vor nicht gleichgestellt und dann noch dieses zweite Attribut freiwillig dazu zu nehmen, glaube ich, das ist schon für viele vielleicht nochmal eine Hemmschwelle. Aber was ich fragen wollte, ist, du warst ja jetzt quasi nur mit, du hast nur mit Homosexuellen geforscht und das hört sich jetzt so an, die sagen alle, ja wunderbar, ich bin total toll akzeptiert und die zweite ist die letzte und Homosexualität ist gar kein Problem. Warst du denn auch irgendwie in Chatgruppen vielleicht drin? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass in der AfD alle sagen, wunderbar, Alice Weidel ist lesbisch, wir haben da so eine Abo und deswegen ist Homosexualität hier super, weil wir alle verkappte Schwule sind, das auch gerne mal machen würden. Da wird es doch Chatgruppen geben, die das trotzdem nicht öffentlich, aber insgeheim und vielleicht auch mehrheitlich mit einer gewissen Art von Sprech ablehnen. Bist du da in solchen Gruppen drin gewesen? Kannst du da was dazu sagen? Weil für mich hört sich das alles ein bisschen zu arg harmonisch an. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die AfD das Homo-Paradies ist. Ja, also das ist natürlich ein bisschen auch irgendwie intendiert als Provokation meinerseits. Was wäre denn? Was wäre, wenn sozusagen das stimmt, dass die Schwulen, die dort sind, dort klarkommen? Was würde dann mit unserer Argumentation passieren, sozusagen, ja? Und ich glaube, vielen von denen kaufe ich das auch ab. Ich glaube, was auch passiert ist, dass sie sozusagen einfach eine andere Homophobie-Definition haben, ja, und sagen irgendwie, solange ich hier nicht einen in die Fresse bekomme, was tatsächlich nicht passiert, glaube ich, ja, fühle ich mich hier wohl. Das, was sozusagen das Beste, worauf sie hoffen können in der AfD, ist halt Toleranz im Sinne von Duldung, ja, also im Sinne von, solange ihr sozusagen schön still bleibt und nicht zu laut werdet, macht mal euer Ding. So, und dann seid ihr für uns strategisch noch nützlich wegen Feigenblatt, hast du gesagt. Ja. Klar, was da irgendwie an richtig Hardcore-Homophobie trotzdem hinter den Kulissen passiert, das, also da habe ich zu wenig die Partei infiltriert, um das sagen zu können. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das passiert. Und natürlich gibt es auch immer wieder Fälle, die dann publik werden. So, ja. Aber also, ich finde es trotzdem interessant zu beobachten, was passiert in einem Moment, wo eine rechte Partei, in der noch vor 30, 40 Jahren wirklich die Leute als Schwule ausgeschlossen worden wären, das nicht mehr der Fall ist. Und das ist schon eine Veränderung. Und ich will damit gar nicht sagen, die sind jetzt homofreundlich geworden, das ist gerade nicht mein Argument, sondern ich will darauf hinweisen, so, was für eine Art von Homosexualität ist das, mit der das funktioniert. Welche Ausschlüsse gehen damit einher und so weiter, ja. Und ich würde es aber ernst nehmen zu sagen, dass die Leute selber dort heutzutage funktionieren in ihrer Identität als schwule Männer. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte zwei Sachen fragen. Zum ersten, wurdest du auch irgendwie eingeladen, sagen wir mal, irgendwie so der Sache dienlich zu sein, von diesen Leuten, mit denen du gearbeitet hast, also mal einen Vortrag zu halten irgendwo oder irgendwie so einen kleinen Artikel zu schreiben in einem von solchen Blättchen oder so, die da kursieren, keine Ahnung. Und das Zweite, weißt du schon, wann deine Diss erscheint und bei welchem Verlag oder so? ja, du outest dich als Kollege gerade. ja, ich habe tatsächlich, das ist also ein interessanter Punkt, nachdem meine Forschung beendet war, wurde ich sofort angesprochen darauf, ob ich, also von Leuten aus meiner Forschung,
ob ich bei einer Podiumsdiskussion im Stile wie hier sozusagen teilnehmen würde. Und mir wurde sogar ein Honorar angeboten und so weiter. Und das habe ich dann abgelehnt, auf die Gefahr hin, dass dann möglicherweise manche Leute auch ihre, also dann weiß ich nicht mehr, die hätten mir ja drohen können, damit zu sagen, wir ziehen unsere, Zusagen zurück, dass du dieses Material verwenden darfst und so. Also in der qualitativen Sozialforschung gelten sehr strenge sozusagen Standards, was den Datenschutz auch angeht und so weiter, und was die Leute haben sozusagen ein Recht darauf, auch darüber verfügen zu dürfen, was man eben an Interviewmaterial und so weiter festhält und veröffentlicht und so weiter. Aber da habe ich eine Grenze gezogen und das haben die auch akzeptiert tatsächlich. Aber also natürlich kann man sich immer fragen, was haben die eigentlich davon? Geht es denen nicht auch darum, wenn die so einen Forscher zulassen, geht es denen nicht auch darum, irgendwie da Kapital draus zu schlagen? Ich würde sagen, die haben daraus schon auch irgendwie alleine aufgrund meiner Präsenz und meiner Aufmerksamkeit für die und so weiter, haben die schon auch irgendwie daraus was gewonnen für sich. Will ich jetzt noch nicht spekulieren, aber ich habe sie abgegeben und das ist so ein Prozess von vielleicht so einem Jahr oder so. Mich würde noch interessieren, wie du die AfD-Politiker, die homosexuellen AfD-Politiker erlebt hast. Hast du da eventuell auch erlebt, dass sie aus einer gewissen vorausseitenden Gehorsam noch mehr AfD sein wollten als vielleicht die heterosexuellen AfDler, ob die da vielleicht aus einer internalisierten Homophobie heraus auch gesagt haben, okay, ich muss jetzt eine ganz tolle sein, wenn die schon so nett sind, mich hier reinzulassen, dann muss ich sie mir beweisen, wie man das vielleicht auch bei anderen Männern machen sieht. Ja, das finde ich einen total guten Punkt. Ich habe das auf zwei Ebenen erlebt. Einmal, Die mussten sozusagen die größten Islamfeinde von allen sein. Das musste so sehr deutlich werden, nach innen hin sozusagen. Und der zweite Punkt war, die mussten auch die größten Anti-Genderisten von allen sein, weil natürlich es schon so ist, dass tendenziell, wenn du in der AfD mit dem Thema Homosexualität unterwegs bist, dann begegnet dir dann Verdacht, so von wegen, jetzt auf einmal Gender-Gaga, jetzt auch bei uns so ungefähr. Und um diesen Verdacht zu entkräften, waren die sozusagen sehr, sehr deutlich in ihrem Anti-Gender-Rhetorik. So. Und dazu gehörte zum Beispiel, also das, wie das Argument dann funktionierte, war zu sagen, dass Gender ja sämtliche Identitäten von Männern und Frauen abschaffen will und damit eben auch von Schwulen und Lesben und überhaupt irgendwie alle sollen jetzt nur noch eine große Geschlecht gibt es gar nicht mehr und so weiter. Also so, das ist der Vorwurf, der Gender-Theorie oder so gemacht wird. Und das sei ja bedrohlich für Schwule, weil sie ja sich selber als Männer verstehen und als Schwule verstehen und so einer ganz klaren identitären Kategorie gehören. Und das Abschaffen dieser Kategorien, das Infragestellen von Grenzen, eine Bedrohung für sie darstellt deswegen. Das war sozusagen dann die Anti-Gender-Logik, mit der die dann versucht haben, innerhalb der AfD sich selbst zu, selbst anzukommen. Ganz hinten war eine Meldung. Ja. Ich habe eine Frage zum Methodischen, auch wenn ich von europäischer Ethnologie eigentlich nicht viel verstehe, aber am Rande ein bisschen was mitgekriegt habe. Ich habe mal in einer politischen Partei einen Kulturanthropologen. Ich weiß nicht, ob ich ihn enttarnt habe. Wir haben uns darüber unterhalten und er erzählt, er ist Kulturanthropologe. Irgendwann meinte ich, Moment, du forschst über uns. Der war inkognito. Das war die Piratenpartei ganz nebenbei. Der war inkognito. Hast du sowas auch mal überlegt? Oder ist das eigentlich ein Tabu? Oder ist der vielleicht nur so halb inkognito gewesen? Hat das irgendwelche Einflüsse auf deine Forschung? Also, das ist eine interessante Frage, weil einerseits es zum Standard der Forschungsethik gehört, dass man die Leute, bei denen man forscht oder mit denen man forscht, einweiht oder fragt. Ja? Andererseits aber man häufig in Situationen ist, in denen auf einmal sehr viele Leute da sind und man jetzt nicht irgendwie jede einzelne Person auf so einem Sommerfest, wo er irgendwie um Einwilligung bitten kann.
das würde die Grenzen dieser Methode sprengen, sozusagen. Also das ist dann immer so ein bisschen so eine Gratwanderung. Ich würde auch sagen, tatsächlich aus meiner Perspektive macht es einen Unterschied, ob ich in der AfD forsche oder in der Piratenpartei oder so, weil ich sagen würde, gerade weil die AfD eine antidemokratische Partei ist, würde ich da die Spielräume etwas weiter ziehen. Grundsätzlich würde ich aber eigentlich sagen, ich bin der Überzeugung, dass man mit der eigenen Identität als Forscher offen umgehen muss in so einem Feld. Und das habe ich auch immer getan. Also ich habe nie, ich habe weder gelogen, noch habe ich irgendwie, also wenn ich dann mal ins Gespräch gekommen bin mit Leuten, das auch durchaus gesagt immer so. Also und von dieser Person hätte ich es auch ehrlich gesagt erwartet. Ja, das war jetzt gerade so zieht mit auf meine Frage ab. Und zwar gab es so eine Situation, wo es sehr unangenehm für dich war, wo du dich hast irgendwie verbiegen müssen, um da nicht anzuecken, um nicht irgendwie was zu provozieren, sowas ganz Krasses, das dir irgendwie begegnet ist da? Ja, das habe ich am Anfang immer gedacht, dass ich so ganz neutral mich geben müsste und so möglichst irgendwie den objektiven Forscher performen müsste, damit ich nicht abgelehnt werde. Aber tatsächlich musste ich die Erfahrung machen, dass das, dass die mich von Anfang an versucht haben zu provozieren, eigentlich im Hinblick auf meine politische Positioniertheit. Also das deutlich zu machen, das zu sagen, wo stehe ich eigentlich. Die wollten eigentlich von Anfang an wissen, mit wem haben wir es hier zu tun. Und ich glaube, es wurde auch für mich umso interessanter mit denen, je mehr ich eigentlich offensiv auch meine eigene Position dargestellt habe. Und also, weil ich durchaus in Diskussionen gekommen bin oder so, weil ich irgendwie, ja, weil die in mir eben auch eine Projektionsfläche auf einmal gesehen haben, die und das für mich sozusagen interessante Forschungsergebnisse geliefert hat. Aber das, ja, das ist natürlich schwierig, weil man braucht ein gewisses Vertrauensverhältnis erstmal und das muss man sich auch erst erarbeiten und deswegen war ich am Anfang schon so sehr versucht, also mich zurückzuhalten, aber ja, das hat nicht lange funktioniert sozusagen. Ja, mit Blick auf die Uhr und mit Blick auf die nicht gehobene Finger, ich habe gerade geschaut, es ist eben jetzt auch keine Fragen aufgelaufen. Denke ich, glaube ich, ist erst die erste Neugierde gestillt. Vielleicht bleibt er ja noch heute Abend da und diskutiert miteinander oder vielleicht noch mit ein oder andere Wort mit Dr. Patrick. Wir beleidigen den Doktor, würde ich finden, du hast es verdient. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass wir ohne dich dieses spannende Thema nicht hier hätten haben können. Und super, dass du aus Berlin zu uns gekommen bist. Ja, vielen Dank euch. Ein kurzes Wort noch. Also Adam, dass du von Berlin nach München kommen konntest. Wir hatten eine Unterstützung von der Hanschen-Mehrzweck-Stiftung, die das ermöglicht hat, weil das Sub da leider kein Budget hatte. Was ich da sehr interessant fand, ist, dass da sozusagen auch so ein Schwulenbild natürlich gelebt wird, was ich natürlich schon aus der Szene so vor 30, 40 Jahren natürlich schon auch kenne und halt einfach so diese ganzen Lederkerle, die halt irgendwie zum Teil ja heute noch ihre weißen Schnürsenkel da reintun, die halt einfach dann auch denken, dass so eine bestimmte archaische Form von Männlichkeit dann einfach auch sexuelle Pluspunkte sammelt und da sind die vielleicht ja auch nicht so weit weg. Und daher ist das Sub natürlich schon auch sehr bereit, sich sozusagen von also da etwas mehr zu öffnen, und jetzt bin ich ja der Moderator einer Männerakademie, auch wenn sie seit 2 Jahren eine Männersternchenakademie ist. Und das bleibt auch, die Männerakademie wird es weitergeben, weil ich schon auch finde, dass Männer einen zusätzlichen Reflexionsspielraum brauchen, weil wir Männer das in unserer Entwicklung ganz oft nicht so haben. Und es gibt wirklich Themen, die für uns wirklich spannend sind und gut sind. Aber jetzt hier zum ersten Mal, die Männerakademie kriegt eine große Schwester, Bruder, eine wahrscheinlich ein non-binäres Geschwisterchen. Die Männerakademie wird nämlich die Queer-Akademie als Partner kriegen und ab Oktober werden wir alternierend Männerakademie und Queer-Akademie im monatlichen Wechsel haben, auch mit unterschiedlichen Themensetzungen, eben damit wir sozusagen nicht Gefahr laufen, dann so eingefahren zu werden, wie die AfD ist, sondern dass wir einfach auch
als schwules Zentrum natürlich queerer werden wollen und offener werden wollen für alle und jeden und jede. Und ich hoffe, dass ihr da mitgeht. Ich hoffe, dass das für euch auch spannend ist. Das war jetzt nun wirklich das, die letzte Veranstaltung des diesjährigen Semesters. Du warst sozusagen der Höhepunkt und vielen Dank, dass du es für uns gemacht hast. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank auch im Netz, dass ihr uns gewogen geblieben seid. Es waren 7 spannende Abende in dem Semester. Ab Oktober geht es wieder weiter mit einem nun in der Tat wirklich, wirklich, wirklich schwierigen Thema, nämlich mit dem Thema Pädosexualität. Lange haben wir uns um dieses Thema rumgemogelt. Auch ein Kollege aus Berlin, Sven Reis, der eine Studie in Berlin zum Thema schwule Initiativen und Pädosexualität gemacht hat. Das ist also sozusagen ein Thema, wo es weh tut, hinzugehen, aber irgendwie gänzlich umschiffen kann und will man es nicht. Also wir werden mit dem Kracher im Oktober weitermachen. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Sommer, ihr bleibt uns gewogen und wir sehen uns alle im Oktober wieder. Einen schönen Abend.